Am Freitag wird nach dem Bundestag voraussichtlich auch der Bundesrat dem Endlagersuchgesetz zustimmen. Ist das ein historischer Moment? Ein historischer Moment. Wir mussten ja entscheiden, wohin mit dem Atommüll. Jetzt ist die Frage im Grundsatz entschieden. Er soll in Deutschland gelagert werden, tief gelagert werden. Und zwar dort, wo uns die Wissenschaft sagt, wo der sicherstmögliche Standort ist. Nach jahrelangem Stillstand haben Sie als frischgebackener Ministerpräsident vor 2 Jahren den neuen Anlauf zur Endlagersuche angestoßen. Warum dieser Schritt? Wir haben ja einen jahrzehntelangen Kampf um Gorleben. Dieser Standort wurde nicht nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern nach politischen ausgesucht. Das geht natürlich nicht. Und deswegen habe ich die Initiative ergriffen. Wir müssen diesen Müll ja über Jahrhunderte, Hunderttausende von Jahren sicher lagern. Und deswegen war es wichtig, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ganz Deutschland ist eine weiße Landkarte. Überall darf gesucht werden und muss gesucht werden. Keiner ist davon ausgenommen. Auch ich, der ich das angestoßen habe, auch in meinem Land darf selbstverständlich gesucht werden. Dadurch konnte ich den Prozess öffnen. Und das ist wirklich ein historischer Schritt gewesen. Was sieht das Endlagersuchgesetz vor und wie soll die Suche ablaufen? Ja, jetzt gibt es verschiedene Schritte. In jedem Schritt wird der Bundestag und Bundesrat entscheiden. Der erste Schritt, eine Kommission, wird entscheiden, was sind denn geeignete geologische Formationen, also Kriterien. Müssen festgelegt, dass der ganz entscheidende Prozess, denn sie dürfen nur so ausgesucht werden, was ist das sicherstmögliche, nicht wohin. Das zweite ist dann kommt im nächsten Verfahren, welches sind obertägig, wird erkundigt, welches sind geeignete Regionen. Dann kommt der dritte Punkt, da wird dann entschieden, tief gebohrt und dann wird dort untersucht und ganz zum Schluss entscheidet dann Bundestag und Bundesrat, wo das Standortlager ganz genau hinkommt. Das wird mehrere Jahrzehnte Zeit erfordern.